begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind heute bei FIFA 15 zu, ja, nicht irgendwie Ultimate Team Liga gedönst oder wie wir sonst kennen. Nein, ich habe mir ausgedacht, was für eine Challenge könntest du eigentlich mal machen, wofür man nicht irgendwie 80 Milliarden Euro da in das Spiel, also einmal halb Griechenland, in das Spiel investieren muss. Habe ich gedacht, okay, nee, da machst du heute mal was anderes. Das werde ich aber nicht alleine machen, sondern ich habe mir da tatkräftige Unterstützung geholt. Und zwar haben wir heute den Robert an unserer Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ja, also, er ist heute wieder mit am Start. Was für ein Prinzip werden wir jetzt hier zugrunde legen? Ich habe jetzt hier einfach in irgendeiner Reihenfolge irgendwelche Spieler hingepackt und ja, was ist jetzt das Ziel der Challenge? Ich werde Robert sagen, ja, du packst jetzt deinen ersten Spieler in den Sturm und sonst was. Und so werden wir jetzt also das Team verteilen. Das heißt, im Endeffekt kann mein Torwart im zentralen Mittelfeld spielen oder so. Einziger, was heißt kleiner Nachteil, wir können jetzt nur meinen Bildschirm sehen, nicht den von Robert. Ist insofern nicht schlimm, dass wir das ja dann nachher sehen, wenn es losgeht. Und dann können wir eigentlich ganz gut festmachen, wo dann seine Spieler spielen. Wird dann ja nochmal angezeigt vor dem Spiel. Und ja, ich würde einfach mal fragen, ob du bereit bist. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt 11 Spiele auf der Bank. Also passt. Bist du bereit? Ich habe auch einfach meine ganze Bank voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alles klar. Dann. Okay, also deinen ersten Spieler packst du bitte auf die Linksverteidigerposition. Okay, kann ich mitleben. Marquisio als Linksverteidiger. Okay. Was hast du für eine Formation, damit ich weiß? Ich habe gerade aus irgendeinem Grund ein 4-4-2, das könnte ich aber gerade mal ändern in ein variierendes 4-4-2. Also die zweite Variante vom 4-4-2 würde ich jetzt spielen. Dann packst du deinen sechsten Spieler ins rechte Mittelfeld. Das ist ganz in Ordnung. Konko im rechten Mittelfeld dann für uns. Mindestens Tempo. Okay. Du packst bitte deinen sechsten Spieler aus dem Team. 1, 2, 3. Ja. Ja, fliegt André Schürrle raus. Ha. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Du packst deinen zweiten Spieler ins Tor. Ah. Okay, dann werden wir mal sehen, wie der Bonucci Inform sich so im Kasten macht. alles klar, du packst mal bitte deinen letzten Spieler ins Tor. Ja, boah, Ricardo Quaresma. Ah. Alles klar, okay, also wir haben schon mal zwei krasse Leute im Tor. Sag einfach mal den siebten in den Sturm. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paul Pogba! Landet im Sturm. Einer, der schießen kann, das ist schon mal ganz gut. Stellst du den dann in den linken oder rechten Sturm? Ich habe ihn jetzt in den linken Sturm. Okay. Dein erster Spieler, gibt's den noch? Nee, den gibt's nicht mehr. Gibt's den zweiten? Den zweiten gibt's noch, ja. Den packst du bitte in die Innenverteidigung. Das ist sehr schön, weil das ist Andrea Basali. Ah. Oh, wer war Linksverteidiger? Bonucci, oder? Marquisio. Ach, Marquisio. Ja, die ganzen Italiener. Dann packst du deinen neunten Spieler ins rechte, in die Rechtsverteidigung. Das wäre Salvio, der mit seinen 89 Tempo und seinen 68 Physik. Okay, also in der Verteidigung, na, wenigstens ist er schnell, aber na gut. Deinen dritten Spieler gibt's noch, oder? Ja, den gibt's noch. Den packst du auch in die Innenverteidigung. Das ist auch gut, weil das ist Nemanja Matic. Okay, der hat eine gute Innenverteidigung auf jeden Fall. Gibt es deinen fünften Spieler noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den gibt's. Den packst du in den rechten Sturm. Das ist mein Team of the Season. Der... Gonalon, oder? Gonalon. Gonalon. Ja, na gut, er hat 89 Physics. 78 Dribble, 64 Schießen, 86 Defensive, naja, okay. Vielleicht ein bisschen langsam für den Schmarr, oder? Deinen vorletzten Spieler packst du bitte ins linke Mittelfeld.
Bei mir wäre das jetzt hier linker Stürmer, also ich bin mit dieser 4-3-2-1. Du spielst 4. Ah, okay. Ja, also ich bin mit den 4-3-2-1. Okay. Boah, Junge, da haben wir auf jeden Fall einen Goalgetter vorne drinnen mit Chiellini. Okay, Chiellini ja nicht hinten drin, das ist schon mal ganz gut. Okay. Denk dran, du kannst bei mir, glaube ich, auch noch einen discarden, ne? Naja. Deinen... Ich habe noch 6 Plätze und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler. Dein vierter Spieler noch mit dabei. Der ist noch da. Den packst bitte ins zentrale Mittelfeld, ins rechte zentrale Mittelfeld. Handanovic als Spielmacher? Alles klar. Okay. Du packst deinen achten Spieler in den Sturm. Jawohl! Jackson Martin. Eieiei, okay. Auf jeden Fall überragendes Sturmduo mit Chiellini und Martinez hier vorne drin. Jawohl. Dein dritter Spieler gibt's auch noch. Dein dritter Spieler. Den bitte ins linke Mittelfeld. Der Dries kann das linke Mittelfeld spielen, da bin ich überzeugt von. Sehr gut. Gibt es deinen sechsten Spieler noch? Nee, den gibt's nicht mehr. Gibt's den danach noch, den siebten? Den siebten gibt's, ja. Den siebten gibt's. Ja. Ja, pack den einfach mal. Hast du schon einen Rechtsverteidiger? Einen Rechtsverteidiger habe ich noch nicht, nein. Dann packst du den bitte ins zentrale Mittelfeld. Da fühlt, in welches davon? Links, ins Mitte, rechts, rechte. Oder? Ja, da fühlt sich, glaube ich, der Strootmann ganz wohl. Okay, da wollte er hin. Weiß gar nicht. Bist du deinen neunten Spieler noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nein. Sag mal, welchen es noch gibt. Der erste, der achte und der zehnte, elfte, zwölfte. Mach mal den ersten raus. Den ersten rausmachen? Ja. Ciabello Chiellini. Okay. Alles klar. Deinen zehnten Spieler, also der dritte von rechts. Ja, ja. Hast du den noch? Ja. Wo hast denn du noch freie Position? Ich habe noch freie Position. Rechter Stürmer, linker Zentral, Mittelfeldspieler, zentrales Mittelfeld in der Mitte und Rechtsverteidiger. Dann pack ihn in die Rechtsverteidigung. Ja, ist ganz in Ordnung, Joao Moutinho. Ja. Aber gegen meinen Salvio wird er wahrscheinlich ein bisschen langsam sein. Das ist gut möglich. Ja, mal schauen, okay. Was hast du noch für freie Positionen? Ich habe jetzt noch. Wen habe ich jetzt hier noch drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe die 8, die 10, die 11, die 12. 8, 10, 11, 12. Dann die 8. In die Innenverteidigung. Rechts oder link? Links. Gut. Ja, da kann so ein Evra, denke ich mal, spielen. Wer ist bei dir jetzt noch da? Linke zentrale Mittelfeld, Mitte zentrale Mittelfeld. Die Zahlen. Achso, 4, 5 und 7, 8, 9. Und dann nimmst du die 4 einfach mal ins Mittelfeld. Links oder Mitte? Mitte. Ja, vielleicht nicht die optimale Position für Memphis Depay, aber geht noch gerade so. Ja, der kann aber trotzdem das Spiel ankurbeln. Okay. Ja, ich habe jetzt nur noch die 10, die 11, die 12. Also die 12 nicht. Nee. Welche hab ich rausgemacht? Die erste, ne? Richtig. Chiellini okay, ist weg. Die 12 in, ich habe keine Ahnung, was du noch für Position hast, in die andere Innenverteidigung. Innenverteidiger, ZDM. In die andere Innenverteidigung. Die 12. Die 12. Naja, dann gucken wir mal. Der wird sich durchkämpfen und wird vielleicht durch den einen oder anderen Marsch nach vorne antreten. Carlos Tevez in der Innenverteidigung hat ein bisschen Körper. Ja, 84 Physik, 86 Tempo. Vielleicht macht er sich ganz gut. Kann aber kein Verteidigen. Das stimmt. So, deinen achten Spieler hast du, glaube ich, noch, oder? Meinen achten habe ich. Ich habe noch den vierten von rechts habe ich noch. Und meinen 1, 2, 3, 4, 5. Der vierte von rechts wäre der neunte. Kann gut sein, ich bin nicht so gut im Ziel.
Dann nehmen wir einfach mal den vierten von rechts, also den neunten. Ja. Und pack ihn, was hast du jetzt gerade noch offen? Zentrales Mittelfeld und Stürmer. Also rechter Stürmer. Dann pack ihn mal in den Sturm. Alter, diese Offensive. Chiellini, Jackson Martinez und David Luiz. Ah, jawohl. David Luiz im Sturm. Geil. Kann sich körperlich wahrscheinlich durchsetzen. Also, ich habe doch die 10 und die 11. Und noch ZDM und Linksverteidiger. Die 10 ins... ZDM. Also ins ZDM. Da fühlt sich Vidal wohl. Oh, fuck. Gut, jetzt hast du nur noch einen Spieler. Ja, ich hab nur noch... Den, ja, dann sag einfach, das können wir ja jetzt ansagen, denke ich mal. Ja, den Sirigu ins zentrale Mittelfeld. Und bei mir den Calderon in die Linksverteidigung. So, füllen wir die Bank auf? Ja, würde ich. Aber ich würde darf sagen, ich man darf... meine Team-Squad-Spieler reinballern? Mein Neuer, mein Sturridge. Nee, ne? Den Chiellini muss ich draußen lassen. Aber ich weiß nicht, das machen wir wahrscheinlich gerade einfach nur, damit hier das nicht ganz verkackt wird. Ja, wir füllen einfach mal die Bank noch ein bisschen auf. Aber ich würde sagen, man darf die wirklich nur einwechseln, wenn dann wirklich einer verletzt ist. Ja. Weil sonst könnte man ja sagen, man wechselt direkt in der ersten Minute dann, einen Dumbia ein oder so. Ja, alles klar. Mein Angriff ist in Ordnung, mein Mittelfeld ist Bombe, aber seine Defensive ist halt... Meine Defensive ist... wen hab ich? Oh, hab ich... Ja doch, das müsste hinhauen. Okay. Das wird lustig. Also, wir gucken uns jetzt nochmal das Team von Robert an. Alles klar. Ja, okay. David Luiz, Jackson Martinez und Chiellini. Also eigentlich müsste ich nur mit einem Pogba vorne schießen und dann kann der Quaresma eigentlich seine Pfoten nicht ausfahren. Wenn ich Glück habe, ich habe übrigens mal hier, ich habe gerade mal kurz geguckt. Quaresma hat auf jeden Fall insgesamt 15 Reflexe. Ha. 14 Hände. Aber mal ganz ehrlich, ich verstehe die Bewertung nicht. Er hat 15 Reflexe auf der anderen Seite, aber wahrscheinlich Spielreaktion bestimmt irgendwie 80 oder so. Das ist gut möglich. Also versuchen wir es mal. David Luiz hier vorne, den steht schon sehr. Versuchen wir es mal. Hier der Gonnar Lance. Kommt die Maffe. Handanovic. Der kann mal, ja? Der kann mal. Komm, Handanovic. Ja. Handanovic, ach, das 1-0 ist es denn zu fassen. Wie er sich vor allen Dingen durchsetzt. Handanovic, ein absoluter offensiver, denkender Spieler, der sich hier wohl, also eigentlich müsste ich den auch so Sturm spielen lassen. Habt ihr den Abschluss gesehen? Da kann der Quaresma nichts machen. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Hier, der Handanovic. Gandhi hat sich hier durchsetzt. Das ist gegen den Basali. Jawohl, der Abschluss, guck es dir an. Den macht er halb hoch und Quaresma denkt sich, er spielt mal ein bisschen Volleyball, aber ohne Ball. Sami Handanovic, 1-0, 22. Minute. Geil. Also, dass der Tore schießen kann, das war mir bisher eher ein Geheimnis. Kommt das aber irgendwie kaum durch. Ja, schön. Alter, ich gewinne den Ball wieder und so wieder fast immer. Donalon, vielleicht kann der mal den Ball mitnehmen. Er bleibt da aber irgendwie dummerweise hängen. Oh, der Chiellini. Er hat eine Wendigkeit in einer Bahnschranke. Das ist so ein Pfosten einfach nur. Ja, wenn wir jetzt den Pogba nochmal schicken und der ist nicht im Abseits, dann kann der Quaresma den überragend halten. Aber der zweite Ball von Donalon daddelt irgendwie rein. Ach du Scheiße. Guck mal, der Quaresma hat im Tor gar nichts gemacht, oder? Ich glaube, der wurde einfach nur angeschossen, der Quaresma. Ich weiß es gerade gar nicht. Also, ich habe mich ja nicht getraut, einen Finesse-Shot zu machen, von daher. Guck's dir an. Mit der Brust nimmt er den. Überragend. Ah. Ich glaube, den hätte mein Sirigu vielleicht auch gemacht. Maxime Gonolo. Spielt den Pass auf David Luiz. Oh, wenn er dort hoch. Oh, Calderon ist natürlich ein super Verteidiger. Sirigu! Der Torwart. Und die Witz und der Torhüter sind gefährlicher als alles andere. Der hat mir schon getroffen. Guck mal, bei dir war es fast so. Oh, die Bank. Die sieht kritisch aus. Lauf, Paul.
Nein! Komm gar recht. 3-0. Alter. Wie waren nochmal deine Innenverteidiger? Basagi und? Matic, glaube ich. Matic. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber. Aber der Pogba ist eigentlich auch gar nicht so schnell. Ja gut, Karesma, wenn er einmal aus dem Tor ist. Eieiei. Aber das sind halt eigentlich trotzdem so unlogische Sachen. Karesma kann auch trotzdem laufen, oder? Wie er den Ball hinterher. Guck mal auf Karesma. Eieiei. Wie aufpassen, dass das nicht die komplette Blamage wird. Komm hier, David Luiz, zeig mal deinen Skillrun. Oh ja. Dann machen wir einfach Übersteiger. Oh. Ja. David Luiz. Der hat einen Abschluss. Ist es denn zu fassen? Vor der Halbzeit das 1:3. Ha. Gucken wir an. Da freut er sich. Eigentlich will ich auch solche Haare haben, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, ich weiß nicht, ob dir das stell steht, dir das mal vor. Das sieht doch schön aus, oder? Ja, bei dir weiß ich ja, der ärgert sich der Bonucci. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen komisch, dass sich der Martinez gar nicht durchsetzen kann. Ja, du hast Evra in der Innenverteidigung, die machen das doch bisweilen gar nicht schlecht. Also, Fazit nach 45 Minuten. Die Elf steht, Bonucci musste noch nicht eingreifen. Einmal musste er nicht eingreifen, aber der Ball ging trotzdem rein. Von David Luiz. Luiz. Ne? Luiz. So, Pogba, guck mal, ob da was geht. Oh, den hält er sogar. Ich dachte, den lässt er prallen. Irgendwie, ne? Ich denke, ich dachte, meine Abwehr, das Prunkstück hätte ich eigentlich gedacht. Aber irgendwie, das jetzt nochmal. Also, weiß ich nicht, ich spiele es vielleicht auch einfach relativ schlecht mit denen, aber. Handanovic führt den Freistoß aus. Der kann die Bälle nach vorne bringen. Ja, der kann die doch nach vorne bringen. Arturo Vidal mit einem Kopfball. Alter, der Tevez ist in der Innenverteidigung. Ich glaube, das ist ein Hidden Gem, Alter. Wie bitte? Das ist ein Hidden Gem, der Tevez in der Innenverteidigung. Ja, das könnte schon sein. Der Pogba. Den solltest du immer. Der Pogba auf den Karesma. Der Gonalon auf den Pfosten. Ah, jetzt wird's hier... Tontaum schießen. Komm! Nein, ich hab das schon fast gesehen. Oh, war abseits. Das war abseits. Okay. Aber auch der Handanovic, wie er sich einfach als zentraler Denker der Mannschaft hier auszeichnen kann. Salvio. Ich soll dich Salvio. Doch einen Dumbia reinstellen, ey. Mit der Flanke. Oh, da. Oh, was war das denn für Kopfball? Oh. So, Tevez gegen Jackson Martinez. Timador, Jackson. Oh. Ja, ah, der zweite geht rein, okay. Aus 3-0, 3-2, da sollten wir vielleicht, ja okay, wir hatten Pfostenschüsse und sowas, aber die bringen uns jetzt herzlich wenig, der Tevez hier, mit dem, was er hat. Da liegt er noch da. Und der Bonucci wäre den ersten Held, ne? Und Mertens, kann der flanken? Mertens, kannst du das? Kann da jemand... Boah! Da hat er angesetzt. Wenn so ein Ding aufs Tor geht, bei einem Karesma im Tor, da tanze ich hier Samba. Nackt. So, der, ja? Wie er die Kopfballduelle gewinnt, das ist natürlich... Ich wollte gerade sagen, Moutinho gewinnt die Kopfballduelle, jetzt kommt nochmal fixen. Komm, Bafines-Shot. Alter, was? Der Karesma. Ja. Da wollte ich der Kopf. Okay. Ja, das sind halt die Glücksdinger, die es braucht. Also man muss natürlich klarstellen, dass das Spiel hier nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwas über unseren FIFA-Skill aussagt. Ja, doch, man sieht die Scheiße. Oh, naja. Alles klar, okay, 2-4. Es war trotzdem gar nicht so kacke, finde ich. Der Handanovic. Goldgitter. Überragend. Überragend, meine Damen und Herren. War mir eine Ehre mit dir, Robert. Und natürlich. Auch für die Zuschauer, die in dem ganzen Jahr beiwohnen durften. Das ist natürlich überragend. Das war ein Stück Fußballgeschichte, was wir heute geschrieben haben. Hier, der Handanovic. Das ist ein eiskalter Keeper. Macht das Ding und tut danach so, als hätte er mal eben die Küche ausgewischt. Einfach nur toll. Ja, wenn wir uns die Statistiken angucken. Okay, 4-17 Schüsse. 1-8 Tor. Ich hatte einen Torschuss, GP. Schussgenauigkeit. Aber du, deine Passgenauigkeit, guck mal, ist doch gar nicht so scheiße. 70%. Ist in Ordnung. Ah, ich hatte einen Torschuss und habe 2 Tore gemacht, Junge. 200-prozentige. Das ist doch auch eine Leistung. Bei einem Torschuss 2 Tore. Tordifferenz -4. Ah, ja. Das ist ja schon ganz schön fein. Alles klar.
Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wer weiß, ob wir sowas in Zukunft nochmal machen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Schauen wir einfach mal. Ich würde einfach sagen, für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei Robert fürs dabei sein. Hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.